Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns mal wieder eine richtig schnelle Nummer, denn wir werden eine schnelle Camperpfanne machen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie die geht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept zu diesem Video und was ihr sonst noch zu dem Video wissen müsst, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit den Zutaten. Wir beginnen mit den Kartoffeln. Die müssen wir uns im ersten Moment einmal nehmen und halbieren. Wenn wir die halbiert haben, machen wir uns daraus so circa 4, in dem Fall, weil diese hier breiter ist, 5 solcher Streifen hier. Und wenn wir diese Streifen haben, machen wir uns daraus so kleine Würfel. Diese kleinen Würfel werden auch benötigt, sprich, das heißt, ihr müsst die euch so klein schneiden, sonst haben wir nachher das Problem, dass die nicht komplett gar werden. Aus den Zwiebeln machen wir uns hier so ein paar Halbringe. Die Champignons, die werden geviertelt. Im nächsten Schritt habe ich dann hier so ein paar Nürnberger Würstchen. Ihr könnt da natürlich auch jede andere Bratwurst nehmen. Nur die ist für sowas, sage ich mal, wie gemacht. Dann werden wir uns die hier einfach nur vierteln. Außerdem benötigen wir Bacon. Dann habe ich hier Tomatenpaprika und Käse darf natürlich auch nicht fehlen. An flüssigen Komponenten habe ich dann einmal Sahne, einen Gemüsefond. Und hier drüben versteckt sich noch so ein bisschen Tomatenmark. Jetzt fehlt nur noch die Gewürzpalette. Da benutze ich heute für die Pfanne meinen Bärenschiss, weil der ist dafür wie gemacht. Der bringt eben so eine Rauchnote mit. Wir haben ein salzarmes Gewürz, denn wir haben ja auch noch hier die Sojasauce, die wir brauchen, plus den Bacon. Deswegen solltet ihr da auch ein salzarmes Gewürz nehmen. Den könnt ihr gerne kaufen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf meine Website in meinen Shop und da könnt ihr euch den gerne gönnen. Alternativ, wie immer, schreibe ich natürlich eine Gewürzmischung rein, die ihr euch selber mischen könnt. Das wären dann die Zutaten gewesen, wie es geschnippelt sein sollte, habt ihr gesehen. Damit hätten wir dann die Vorbereitung soweit abgeschlossen und wir können gleich starten und gehen an die Grillhütte. Da stehen wir an der Grillhütte. Das Equipment sieht heute wie folgt aus. Ich nutze den Gastisch von Barbecue Toro, denn ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir irgendwelche Kohlen zu besorgen. Muss ich demnächst wirklich mal machen, damit wir wieder den Doking nehmen können. Alternativ, wenn ihr den Gastisch nicht habt, es geht ein Kugelgrill, es geht ein Gasgrill. Ihr könnt euch Kohlen durchglühen, da müsst ihr so circa 15 Stück nehmen, dann sollte das vollkommen ausreichen. Dann habe ich hier meine 45er Pfanne, wer die nicht hat, ein Dutch Oven geht da genauso, da müsst ihr gucken, es geht auch jede andere Pfanne. So, die stellen wir jetzt erstmal hier drauf, werden das Ganze starten und lassen das heiß werden. In die Pfanne können wir gleich unseren Speck geben, denn den wollen wir auslassen. Dann hat der Speck genügend Fett gelassen. Jetzt können wir die Bratwurst dazugeben. Und da die Kartoffeln mit am längsten dauern, können wir die auch schon mit dazugeben. Und auch die werden wir erstmal schön mit anbraten. Im nächsten Schritt können dann die Zwiebeln dazu. Und auch da gucken wir, dass wir da so ein bisschen Farbe dran kriegen. Im nächsten Schritt können dann die Champignons dazu. Und dem aufmerksamen Zuschauer ist sicherlich aufgefallen, die Pfanne ist irgendwie ein bisschen größer geworden, denn ich habe mich vergriffen. Jetzt ist es die 45er, denn ich habe mich gewundert, die Zutaten, die sonst immer da reinpassen, haben diesmal nicht gepasst. Jetzt sind sie aber alle drin und die Pilze, die braten wir jetzt auch erstmal mit an. Nur so lange, bis die so circa die Hälfte von ihrer Größe verloren haben. Die Pilze haben sich um die Hälfte verkleinert. Jetzt können wir unsere Tomatenpaprika dazugeben. Dann kann das Tomatenmark dazu. Das wird einfach nur untergerührt
und ein paar Minütchen mit angeröstet. Im nächsten Schritt können wir mit dem Bärenschiss würzen. Dann kann auch gleich die Sojasauce dazu. Das werden wir alles noch mal schön unterheben. Und dann kommt der Gemüsefond dazu. Und das lassen wir dann jetzt so gute 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln. Die 10 Minuten werden dann rum und der Fond ist um die Hälfte reduziert. So soll das auch sein. Jetzt können wir dann final an Flüssigkeiten noch die Sahne dazugeben. Diese rühren wir unter. Werden dann auch gleichzeitig die Hitze ein bisschen reduzieren, dass das nicht mehr ganz so hart aufkocht. Und jetzt, wo wir das dann untergehoben haben, ziehen wir das nochmal schön glatt. Geben dem bei dieser geringen Hitze nochmal 5 Minuten. Dann können wir noch den Käse dazu tun und dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Auch die Zeit wäre rum. Jetzt können wir noch final den Käse dazu tun. Auch den heben wir unter, warten jetzt, bis der sich verflüssigt hat. Dann können wir die Pfanne von der Hitze nehmen und wir sehen uns dann oben am Tisch wieder, wenn wir probieren. Da sind wir oben angekommen und ihr seht, die Pfanne ist fertig und der Käse zieht sich hervorragend. So sollte das Ganze auch aussehen. Jetzt nehmen wir uns natürlich hier so ein Schälchen. Oh Gott, füllen uns was auf und dann wird probiert. Dann habe ich hier die Schale voller Glück. Ich will noch was auf die Gabel machen und ich hoffe, man sieht, wie der Käse sich zieht. Oh mein Gott. Ah, erstmal drehen. Junge, Junge. Pusten. Und guten Appetit. Mmh. Oh, wow. Also das Ding ist wieder so ein richtiger Knaller. Nicht das gesündeste, aber mega lecker. Das sind alles Sachen, die ihr auf dem Campingplatz kriegt, beziehungsweise die man auch teilweise zu Hause hat. Wir haben hier eine gute Bratwurst. Wir haben Speck, Kartoffeln, Zwiebeln. Das an sich ist ja schon mega. Dann kommt doch der Käse dazu. Der Bärenschiss rundet das Ganze ab. Dann unser Süßchen, was wir gemacht haben. Diese kleine Sahnesoße dabei, dass das Ganze so ein bisschen sämiger wird. Auch das ist wirklich megamäßig. Wer so eine Pfanne nicht kennt und die man machen will, dem kann ich nur raten, macht das und schreibt mir wie immer unten rein, wie es euch geschmeckt hat. Ich finde es auf jeden Fall megamäßig. Boah. Dann hätten wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, das ist eine richtig schnelle Nummer und lecker dazu. Auf dem Campingplatz macht sich das bestimmt megamäßig. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir einen Daumen hoch, dann natürlich einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das klickt ihr an, dann aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bei Instagram und Facebook bin ich auch unterwegs. Wer mir da folgen möchte, kann gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr die Links zu beiden Kanälen. Ja, und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.